Setzt euch, schnappt euch einen Keks, heute geht es um All the Stars and Teeth von Adeline Grace. All the Stars and Teeth ist ein Jugendbuch, eine Neuerscheinung aus dem März und auch wieder der Auftakt zu einer Reihe. Und ich versuche euch mal zusammenzufassen, um was es hier geht. Also wir bewegen uns hier in einem Königreich, bestehend aus 7 Inseln. Und auf diese 7 Inseln ist das Volk aufgeteilt nach Arten von Magie. Also auf jeder dieser 7 Inseln wird eine andere Art Magie praktiziert. Also ihr könnt euch das ähnlich vorstellen wie in Avatar, The Last Airbender. Nur eben nicht elementargebunden, sondern ja, hier gibt es so Magiearten wie zum Beispiel die Zeitmagie oder Verwandlungsmagie oder sowas. Und grundsätzlich ist es anders als bei Avatar. In dieser Welt können Menschen grundsätzlich mehrere Arten von Magie erlernen. Das ist aber verboten, denn wenn sie das tun, dann gelten sie als gierig und mit dieser Gier füttern sie dann eine größere dunkle Macht, die über dem Ganzen schwebt und die dadurch eben erstarken würde und sich dann eben an der Lebenskraft dieser Menschen gütlich tun würde. Also so ein größeres, über allem schwebendes Übel. Und in Schach gehalten wird dieses Übel von der Königsfamilie, der einzigen Blutlinie im Land, die die sogenannte Seelenmagie wirken kann. Und Seelenmagie könnt ihr euch, glaube ich, am einfachsten vorstellen mit Voodoo. Also durch diese Seelenmagie kann man unter Verwendung von bestimmten Materialien eine Person, eine Zielperson direkt beeinflussen. Also man kann sie hörig machen, man kann ihr Schmerzen zufügen, sie kontrollieren, sowas in die Richtung. Und das kann eben nur die Königsfamilie. Und unser Hauptcharakter in diesem Buch ist die Thronerbin, die jetzt zu Anfang des Buches ihre Volljährigkeit erreicht. Und zu ihrer Volljährigkeit muss sie jetzt eine Prüfung ablegen, die beweisen soll, ob sie diese Seelenmagie und das damit verbundene große Übel denn unter Kontrolle halten kann oder ob sie vielleicht Und zu ihrer Volljährigkeit muss sie jetzt noch eine Prüfung ablegen, die eben beweisen soll, dass sie diese Seelenmagie und das damit verbundene große Übel unter Kontrolle halten kann. Und an dieser Stelle setzt unsere Geschichte an. Und wenn jetzt schon jemand von euch sagt, hey, das Konzept klingt eigentlich ganz spannend, das würde mich interessieren, ich würde es gerne lesen, dann macht das gerne und schaltet aber dieses Video an dieser Stelle aus. Denn für mich war das Buch letztendlich nicht unbedingt was, ich würde es auch nicht unbedingt weiterempfehlen und dementsprechend werde ich mir jetzt im folgenden Video auch keine Gedanken um Spoiler machen. Also wenn ihr das Ganze gerne spoilerfrei lesen möchtet, dann wäre jetzt die Gelegenheit, dieses Video abzubrechen. Und alle anderen begrüße ich dann jetzt zum Hauptteil dieses Videos, der Buchbesprechung an sich. Dieser Startprämisse würden ja keine mehrere hundert Seiten Geschichte und Abenteuer folgen, wenn unsere Thronerbin ganz einfach ihre Prüfung bestehen würde, was sie nicht tut. Sie fällt innerhalb dieser Prüfung, dieser dunklen Macht anheim, verliert die Kontrolle und wird letztendlich dann in den Palastkerker eingesperrt, weil sie ja eine Gefahr dann für das Volk darstellt. Und witzigerweise sitzt unser Hauptcharakter schon mit den Insignien der Herrschaft im Knast, denn obwohl ziemlich ausführlich beschrieben, dass sie die Krone nicht nur erbt aufgrund ihrer Blutlinie, sondern dass sie sich eben durch Bestehen dieser Prüfung als würdig erweisen muss, wird sie vor dieser Prüfung bereits gekrönt. Und das war irgendwie schon ein irritierendes Element. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Letztendlich gelingt ihr dann aber die Flucht aus dem Kerker mit der Hilfe eines mysteriösen Fremden, der aber ziemlich geheimniskrämerisch ist und auch so ein bisschen arrogant daherkommt und eigentlich insgesamt nicht so wirklich vertrauenswürdig wirkt. Und ja, ist glaube ich klar, worauf das dann rausläuft. Die zwei verlieben sich dann im Laufe des Buchs. Und mit ihm zusammen flieht sie dann eben und ihm direkt auf den Fersen nur ihr Verlobter einer arrangierten Ehe mit ihr, der sie natürlich abgöttisch liebt, für den sie aber natürlich keinerlei Gefühle hat. Und als Fluchtfahrzeug dient ihnen dann ein magisches, verzaubertes Schiff, das natürlich komplett ohne Crew segeln kann. Damit auch ja nichts diese traute Dreisamkeit stört. Ist klar. Dieses ziemlich unglückliche und sehr energieraubende Liebesdreieck
Wird dann aber glücklicherweise relativ schnell gelöst, denn ungefähr ab der Hälfte des Buches stößt dann zu unserer Crew noch ein viertes Mitglied hinzu, das dann sich auch wunderbar als neuer Schwarm für den verschmähten Verlobten eignet, der dann über seine abgrundtiefe und ewige Liebe zu seiner Verlobten so langsam hinwegkommt und sich ihr dann eben zuwendet, sodass wir dann schlussendlich eine klassische Zusammensetzung von zwei Pärchen haben, die eigentlich nicht so wirklich Pärchen sein wollen und schlussendlich dann doch zusammenkommen werden. Jada, jada. Also das war so der ganze zwischenmenschliche Plot in diesem Buch, der mir am allermeisten auf den Keks gegangen ist und der, glaube ich, auch zu einem Großteil meine relativ schlechte Bewertung einfach verursacht hat. Unser Hauptcharakter ist aber nicht nur einfach auf der Flucht, nein, sie ist auch der festen Überzeugung, dass sie sich immer noch als würdige Thronerbin erweisen kann, denn sie hat Gerüchte gehört von Aufständen und von einer Art Revolution gegen die Krone und dem Ganzen möchte sie jetzt auf den Grund gehen und dementsprechend verfolgen sie dann eine Spur zum Revoltenführer, der sie durch mehrere Städte ihres Königreichs führt, in die sie bisher vorher nie einen Fuß gesetzt hat. Also unsere Prinzessin hier hat die Hauptstadt nie in ihrem Leben verlassen oder zumindest die Insel, auf der die Hauptstadt liegt, nie verlassen und sieht deshalb jetzt erstmal ihr Königreich in seiner vollen Gänze und vollen Pracht und erlebt die ganzen Kulturen dort. Und wird aber in allen drei Städten, in denen sie anlanden, sofort als Thronerbin erkannt. Obwohl sie noch nie dort war, obwohl sie noch nie woanders war, aber sie wird erkannt. Sie wird erkannt, damit es eben Probleme und Schwierigkeiten gibt auf der Reise, wäre ja sonst alles zu fluffig, ne? Und eben weil unsere Prinzessin, obwohl es eigentlich gar nicht sein kann, trotzdem landesweit bekannt ist wie ein bunter Hund, werden dann irgendwann auch andere weitergehende Tarnmanöver nötig. Sie verkleidet sich dann in einer Stadt als ganz normaler Mann, Seefahrer, Schiffer, Matrose, was auch immer. Also in der üblichen Kleidung, helle, naturfarbene Hose, Hemd, Umhang, Kapuze und ja, ich glaube, sie arbeitet auch ein bisschen mit Verwandlungsmagie im Gesicht. Ja, und gerät dann mit ihrem Trupp in eine Kontrolle des königlichen Suchtrupps, der eben damit beauftragt ist, sie zu finden und zurückzubringen und fängt genau in diesem Moment an zu menstruieren. In ihre weiße Leinenhose. Und steht dann da und denkt sich, okay, die Bauchkrämpfe der letzten Tage waren dann doch wohl nicht einfach nur Nervosität. Oh, Mädchen, ehrlich. Also ich meine, das ist so ein dummer Zufall, das ist schon ein unglaubwürdiger Zufall. Also ganz ehrlich. Ich meine, wenn das nicht das erste Mal ist, dass sie ihre Regel bekommt, dann hätte sie den Zeitpunkt doch irgendwie ab... Was, ach, ja, das war einfach so ein... Ich weiß schon gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Das war einfach so ein Facepalm-Moment in dem Buch, wo ich mir dachte, okay, lies einfach weiter. Lies einfach weiter, vielleicht wird es noch besser. Und zu meiner Überraschung wurde es das dann tatsächlich auch. Also gerade so das letzte Drittel vom Buch wurde dann ein bisschen actionreicher und man hat auch ein bisschen mehr tieferen Hintergrund bekommen zu der ganzen Hauptgeschichte. Auch mit ein bisschen einer Wendung, die man nicht unbedingt erwartet hat. Also ja, ich glaube, diese Schlussspannung und eben diese, dadurch, dass diese Hauptgeschichte, die an sich relativ interessant ist, dann irgendwann dieses ganze gute Prinzessin, schlechte Prinzessin dann überdeckt hat, hat dem Ganzen, glaube ich, ein bisschen gut getan in meiner Bewertung. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich der Meinung, das ist ein Zwei-Sterne-Buch. Als ich dann aber zugeschlagen habe, dachte ich, ja, okay, das ist so ein Durchschnitts-Jugendbuch ist okay, packst du noch einen halben Stern drauf. Also letztendlich ist es eine 2,5-Sterne-Bewertung bei mir. Nichtsdestotrotz ist die erste Hälfte dieses Buches wirklich absoluter Jugendkitsch, der so in der Form eigentlich gar nichts für mich ist. Letztendlich muss ich aber sagen, ich fand diesen Spannungsbogen gegen Ende dann doch gut genug, als dass ich sagen würde, okay, ich werde auf jeden Fall den Folgeband mal lesen und mir mal anschauen, wohin das Ganze weitergeht. Und ansonsten möchte ich es aber nicht unbedingt empfehlen. Also ich meine, klar, für die Altersgruppe, für die es geschrieben ist, für Teenager, auf jeden Fall ist es eine süße, schöne Geschichte. Aber ja,
Menschen in meinem Alter, mit meinem Geschmack ungefähr, würde ich sagen, muss echt nicht sein. So viel von mir zu All the Stars and Teeth. Man muss halt, glaube ich, auch ab und zu einfach mal nicht so gute Bücher lesen zwischendurch. Dann weiß man seine ganzen großartigen Werke gleich nochmal viel mehr zu schätzen. Was war denn für euch das unangenehmste, schlechteste Buch, was ihr in letzter Zeit gelesen habt? Also sagen wir mal das letzte halbe Jahr. Schreibt mir das gern mal, um welche Bücher ich denn bitte einen Bogen machen soll. Und ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Wie auch immer ihr die Woche verbringt, ob zu Hause, im Homeoffice oder vielleicht doch auf Arbeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt digital mit euren Lieben in Kontakt. Das ist jetzt gerade auch sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao.